Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit großer Mehrheit hat der Sonderparteitag der Hamburger Sozialdemokraten den Bonner Staatsminister Klaus von Donani als Kandidaten für das Amt des ersten Bürgermeisters nominiert. Die Delegierten forderten zugleich die gesamte Hamburger Parteiführung zum Rücktritt nach der Sommerpause auf. Der Landesvorstand soll auf einem Parteitag im Herbst neu gewählt werden. Für Donani stimmten 278 Delegierte, gegen ihn 51 und 19 enthielten sich der Stimme. Donani, der vom SPD-Präsidium für die Nachfolge des zurückgetretenen Bürgermeisters Klose vorgeschlagen worden war, hatte sich vor den Delegierten auch zu dem umstrittenen Kernkraftwerkprojekt Brockdorf geäußert. Würden wir heute erneut vor die Brockdorf-Frage gestellt, so würden wir uns anders verhalten als vor einigen Jahren. Der Parteitag der SPD Hamburgs hat sich aus diesem Grunde für den Ausstieg aus Brockdorf entschieden. Dies, Genossinnen und Genossen, ist kein Grundsatzbeschluss gegen Kernenergie, sondern für ein anderes Energieversorgungskonzept, wie ich es beschrieben habe. Dieser Beschluss muss selbstverständlich beachtet werden. Aber seine Durchführbarkeit hängt von einer Vielzahl rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Einzelheiten ab, die weiterer Prüfung bedürfen. Der Bezirksparteitag der SPD Hessen Nord hat Ministerpräsident Börner den Rücken gestärkt. Die Delegierten sprachen sich in Baunatal mit großer Mehrheit für eine vorsichtige Weiterentwicklung der Kernenergie aus. Der geplante Bau einer Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannte Kernbrennstoffe in Nordhessen wurde von bestimmten Auflagen abhängig gemacht. Börner wird auf einem außerordentlichen Parteitag morgen in Wiesbaden die Vertrauensfrage stellen. Aufrüstungsgegner haben am Rande des Evangelischen Kirchentages in Hamburg gegen die Stationierung von Atomwaffen in der Bundesrepublik sowie gegen den NATO-Doppelbeschluss protestiert. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich etwa 60.000 vorwiegend Jugendliche an der mehrstündigen Kundgebung. Die Veranstalter sprachen von 80.000 Teilnehmern. Nach den Worten von Bundeskanzler Schmidt ist die Bundesrepublik unverändert bereit, der Stationierung von neuen Mittelstreckenraketen auf ihrem Gebiet zuzustimmen. Sie wolle damit ihren Beitrag zur Gewinnung eines militärischen Gleichgewichts leisten. Der Kanzler sprach in Bonn auf einer europäisch-amerikanischen Konferenz über aktuelle sicherheitspolitische Fragen. Das militärische Gleichgewicht müsse aber auch durch eine Politik der Gespräche und der Zusammenarbeit mit dem Osten ergänzt werden, betonte Schmidt. Die Sowjetunion hat den Westen beschuldigt, die Lage in Polen für eine Schwächung der Verteidigungskraft des Ostblocks auszunutzen. Der Leiter für Auslandsinformation im Zentralkomitee, Samjatin, erklärte zugleich, die Situation in Polen habe sich nicht gebessert. Das Zentralkomitee sehe jedoch noch eine Chance, eine nationale Katastrophe zu vermeiden. In Teheran ist es am Nachmittag zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des praktisch entmachteten Staatspräsidenten Bani Sadr und einer Übermacht von Gefolgsleuten des Revolutionsführers Khomeini gekommen. Bei den Straßenschlachten kamen mindestens 19 Menschen ums Leben.